Hallo und dir einen wundervollen Tag. Ich freue mich, dass du meinen Kanal gefunden hast oder wenn du öfters da bist. Schön, dass du reinschaust. Heute habe ich diese besondere Deko für dich. Die Dekoschale, das Gefäß, in dem du es machen kannst. Bei mir ist es ein alter kleiner Schlitten. Du kannst aber wahnsinnig gerne und in Upcycling deine Backformen benutzen, die du zu Hause hast. Oder eine Mandarinenkiste. Ein altes Körbchen, was auch toll aussieht, ist eine alte Suppenterrine oder ein Kochtopf. Alles ist möglich. Und mit den Tipps zum Befestigen und wie es sicher steht, klappt das dann auch. Dazu brauchen wir einfach noch ein bisschen Immergrün aus dem Garten. Wir machen uns diese Deko-Lichterkette selber, gerne mit Material, was du zu Hause hast, alten Weihnachtsschmuck. Irgendwas aus der Küche, lass dich mal überraschen. Und wie einfach das geht, das möchte ich dir ganz gerne zeigen. Und jetzt mache ich gerade noch mal das Licht aus, damit du siehst, wie schön das Bäumchen leuchtet. Und jetzt genug geredet, fangen wir einfach mal an zu basteln, zu dekorieren, Spaß miteinander zu haben, was ich doch sehr hoffe. So, was brauchen wir? Ich habe noch so einen alten Schlitten zu Hause, den nehme ich als Gefäß, aber den hat natürlich nicht jeder. Man kann ein Körbchen nehmen, man kann eine Mandarinenkiste nehmen, aber ganz toll eignen sich auch diese Backform dazu. Vor allen Dingen die Kugelform, weil durch die Aussparung können wir schon die Äste durchstecken. Man kann sogar ein kleines Glas noch mit Wasser unten reinstellen und hat man eine super tolle Form und Stände für das Bäumchen. Oder eine Kastenform, auch ganz toll. Da muss dann aber eine Steckmasse hinein und vor allen Dingen beide müssen beschwert werden, das muss fest schwer werden. Dazu nehme ich ganz gern Kieselsteine. Das ist jetzt so ein Aquariumkies oder so ein Gartenkies, den ich gewaschen habe. Das ist schön schwer. Die Backform sollen natürlich nicht verkratzen. Bevor die Steinchen und Deko reinkommt, würde ich die gut mit Frischhaltefolie auslegen, dass das geschützt ist. Wie gesagt, Backformen sind große Klasse dazu. Ich habe dann auch einen Adventskranz in der Backform, einen schneller Adventskranz schon als Video drin. Und Backform, ich liebe sie als Gesteckform. So, ich nehme jetzt den Schlitten. Genau wie ich das jetzt mit dem Schlitten mache, kann man es auch in der Backform machen. Man kann in den Kies prima dann oben auf die Deko legen, wie Moos, Immergrün und dann noch ein bisschen gestalten. Oder man gibt nur unten rein eine Schicht etwa von 8-9 cm Kies und tut dann darauf Styropor verteilen. Und dann kann man ganz toll auch noch einstecken. So, und jetzt kommen wir zum Gestalten. Ich klebe mein Styropor etwas fest, damit das nicht so kippelt. Wenn man Heißkleber nimmt, bitte erst einen Moment warten, dass der ein klein bisschen antrocknet, kalt wird, sonst schmilzt es einfach nur weg und es klebt nicht. Oder man nimmt gleich Kraftkleber, da muss aber draufstehen, geeignet für Styropor. Wie gesagt, ich warte jetzt einen kleinen Moment und kurz bevor es fest wird, drücke ich dann mein Styropor hinein. Für das Bäumchen habe ich aus dem Garten jetzt Immergrün. Das ist Wacholder. Das duftet auch noch ganz toll. Buchsbaum geht, Thuja geht, alles, was man so hat. So, jetzt erstmal Styropor festmachen. So, das lassen wir jetzt ein bisschen auskühlen. Und dann trate ich mir das Immergrün etwas zusammen, weil dieses Jahr ist es innen drin ganz schön braun geworden. Und dann kann ich nicht nur einen Ast nehmen, das ist dann nicht so schön. Ich nehme dann mehrere zusammen. Innen drin, wie gesagt, ist nicht so schön, habe ich den ausgeklopft. So, und dann nehme ich einfach zwei Äste und trage sie mir gut unten zusammen. Den Draht brauchen wir sowieso noch, den Bindedraht. Ist egal, ob Silber oder Grün, was man eher mag oder was man einfach zu Hause hat. So, dann mache ich mir ins Styropor ein Loch mit einer Schere oder einem Messer und stecke dann ganz feste meine Äste hinein.
Wie gesagt, in der Backform geht das prima, aber es muss ein gewisses Gewicht haben. Bei meinem Schlitten habe ich ein bisschen das Styropor kleiner geschnitten als die Fläche vom Schlitten. Und dann kann ich da noch Steinchen reinmachen, damit es auch eine gewisse Schwere bekommt. So. So. Dann habe ich so einen wunderschönen großen Baum. Der duftet auch noch schön. Wenn es auseinanderfällt, das dekorieren und arrangieren wir dann noch mit der Lichterkette und der Dekokette. So, und dann mache ich hier noch ein Loch hinein und stecke es fest rein und nehme noch einen Kraftkleber und klebe es mit fest. Wenn man möchte, kann man natürlich auch das wässern. Dann braucht man einen Nassschwamm, Gesteckschwamm für Blumen dergleichen. Dann muss man aber jeweils die Gefäße mit Folie auslegen, damit das Wasser nicht durchdringt. Das geht natürlich auch. Bei mir mache ich so, dass es einfach wegtrocknet, weil es ja immer grün ist. So, das Bäumchen steckt drinne. Ein paar Kiesel sind auch noch eingefüllt. Und jetzt muss man natürlich das gut verkleiden. Dazu habe ich Rinde. Man kann auch ganz toll Moos nehmen. Oder nur immergrün, was einfach da ist. So, und dann klebe ich mir das. Wieder ein bisschen warten, dass es nicht so heiß ist, auf Styropor fest. Und überdecke mir das. Dazwischen mache ich dann noch immer grün von der Thuja. So, und dann wird das auch so ein bisschen überstehend noch drauf gemacht. So, dass man irgendwann von dem Styropor oder vom Schwamm, was du so hast, nichts mehr sieht. Auch so miteinander noch ein bisschen verklebt. Kann man ruhig in Etagen machen. Und wie gesagt, dann alles verkleben und zwischenreihen und obendrauf kann man dann noch mal ein bisschen immergrün legen. Stecken auch ein Styropor rein. So, hinten ist noch ein bisschen offen. Soll ja rundherum schön sein. Gerade wenn man es mittig auf den Tisch setzt, stellt. Okay, das braucht noch ein bisschen Kleber. Schön alles zumachen. So, wenn man jetzt da immergrün nur drauf legt, wie gesagt, man kann es super einstecken, aber wenn man es nur drauf legt, nimmt man einfach ein bisschen Bindedraht, den stabileren, und biegt sich solche U's und steckt es mit fest. Was auch ganz toll geht, einfach Haarnadeln genommen. Gerade bei jetzt der natürlichen Gestecken nehme ich gerne die braunen Haarnadeln und dann klappt das auch. So, und das gestalte ich jetzt noch ein bisschen und dann kommen wir zur Lichterkette, zur Dekokette für das ganze Bäumchen, die wir in eine machen. Was ich immer ganz schön noch finde bei solchen Gestecken, weil es ja winterlich ist und es soll ein bisschen der Schnee aussehen, dann wickel ich mir ganz gern auch mal so einen weißen Bast drumherum. Ich finde es immer schön natürlich. Es hält noch ein bisschen auf das Ganze und geht ganz schnell. So, und jetzt kommen wir wirklich zur Lichterkette. Für die Lichterkette brauchen wir erstmal ein Bindedraht, ob Silber oder Grün, das ist egal. Einfach so ein Wickeldraht aus dem Baumarkt, kostet eine Rolle, ich glaube 20, 25 Meter oder noch mehr, 99 Cent. Dann eine Kneifzange oder irgendwas, was da hat, und auch eine scharfe Küchenschere geht auch. So, dann Deko, die ihr vielleicht zu Hause habt. Ich habe jetzt einfach Plätzchenform. Strohengel und eine Filzgirlande. Du kannst alles nehmen, was du zu Hause hast. Kleine Kugeln, große Kugeln, unterschiedliche Kugeln, Sterne, Engel, alles halt nur in etwas kleiner. Und dann wickeln wir uns zuerst die Girlande. Die Lichterkette kommt später dran. Wir brauchen am Anfang noch einen Überstand. Meine Filzgirlande, die ich hier habe, die kommt komplett durch. Man kann auch einzelne Sterne nehmen und dann kann man die so einwickeln. So, und dann wickel ich das um die Girlande rum, weil mit dem Draht kann ich es prima einsetzen. Ob jetzt einen großen Baum oder einen kleinen Baum, das spielt gar keine Rolle. Dann brauche ich noch Zapfen aus dem Garten und dann wickeln wir alles schön zusammen.
Man kann auch die Filzgirlande weglassen und ganz einfach nur mit den Materialien anfangen, die man zu Hause hat. Wie jetzt Zapfen, unterschiedliche Fichte, Kiefer, Lärche, die ganz klein, und wickelt sie sich im größeren Abstand drumherum, so also bestimmt 12 cm Zwischenraum dazwischen lassen. So. Das geht immer ganz toll, gerade wenn man den Draht hat. Kann man es unendlich machen. Es kommt immer darauf an, wie viel Dekoschmuck man verwenden möchte, was man so zu Hause hat und wie lang dann die Lichterkette ist. Die wir ja noch einwickeln, aber erst zum Schluss. Und ich nehme da am liebsten eine Lichterkette, die sowieso schon mit Draht versehen ist. Das geht am einfachsten. Und die muss wirklich LED sein, dabei die Kerzchen, die Lichter nicht heiß werden. So, jetzt habe ich schon mal einen Engel dazwischen gemacht. Für meine Freundin ist das Dekobäumchen. Die hat jetzt erst einen ganz schlimmen Trauerfall in ihrer Familie gehabt. Und die braucht mal ein bisschen was fürs Herz. Und die liebt Strohschmuck, überhaupt das Natürliche. Und dann kriegt sie das auch. So, jetzt da wieder den Zapfen, und dann zeige ich aber auch noch mal langsam, wie man am besten Gegenstände einwickelt, weil wir können ja nicht einfädeln in dem Sinne, weil wir es ja endlos wickeln. Kommen wir gleich drauf. So. Einmal den Draht etwas hochwickeln zu so einer Schlaufe, so 2-3 cm, dann den Aufhänger hinein, den ganzen Draht hoch und verwickeln, und das ist es schon. Und so kann man auch Kugeln einbringen, Engel, alles was man liebt, auch verrückte Sachen. Es gibt auch tolle kleine Muffins, die man dran hängen kann, Plätzchen aus Keramik oder Ton oder wirklich selber gebackene kann man auch dran machen, Deko-Äpfelchen, das geht alles. So, und dann wickele ich jetzt einfach mal so weiter. Und dann kommt nachher dann die Lichterkette noch dazu. So, die Zapfen auch schön verdrehen, wenn man sie erst 2-3 Mal in sich gewickelt hat, damit das hält. So, und so entsteht ganz einfach eine ganz tolle Girlande zum Dekorieren. Zum Schluss den Draht ein bisschen großzügig abschneiden, weil wir den ja auch noch befestigen müssen. Und dann ist die Girlande schon fertig. Und dann kommen wir noch zur Lichterkette. So, die Lichterkette habe ich jetzt ausgerollt, schon mal Batterie reingemacht. Meine ist mit Zeitschaltuhr, dann geht er von alleine an und aus. So 6 Stunden ist es immer an. Und dann wickele ich mir jetzt, da wir es in Draht haben, schön die Lichterkette drumherum. Das geht dann so einfach, hält super. Man dekoriert einmal damit. Das heißt, man schlägt sie einmal um sein Deko, um seinen Dekoartikel drumherum. Hat alles auf einmal und kann dann auch wieder schön abdekorieren. Ganz toll ist es, wenn man das mitten auf den Tisch legt als Deko. So schön als Tischschmuck. So, jetzt habe ich mich gerade verheddert. Geht aber auch so. Und dann wickeln wir das auf die ganze Länge auf unser Deko-Teil ein. Entweder mit Girlande aus Filz oder ohne. So, die Deko-Girlande, die jetzt Lichterkette im weihnachtlichen Look, ist jetzt fertig. Und jetzt kommt es ins Bäumchen hinein. So, so dass man sieht. Also jetzt nochmal das Bäumchen gezeigt. Und dann kann man die wirklich ganz toll von oben nach unten mit dem Draht befestigen und ganz toll einwickeln. Immer schön mitbenutzen und zwischendurch auch mal ins Bäumchen einwickeln,
und dann schön in Form ziehen und das Batteriefach gut verstecken. So, und ich ziehe mir den jetzt noch mal ein bisschen, mache es auch am Ende dann fest mit dem Draht und dann gucken wir noch mal. So, jetzt habe ich es noch mal ein bisschen ausgerichtet. Ich drehe es mal rundherum. Hinten sind jetzt eher die Keksformen. Und so kann man es ganz toll ins Fenster stellen, auf den Tisch stellen. Geht von alleine ein und aus. Es kostet kaum etwas, wenn ihr viel Deko von zu Hause nehmt, die ihr vielleicht noch da habt. Und ich glaube, ich mache mal gerade das Licht aus, dass man es vielleicht dann noch mal ein bisschen besser sieht. So. Und ich denke, das ist doch eine wunderschöne Stimmung. Hat was günstig zu machen, schön zu machen. Gerade auch toll in den Backformen. Und dann habe ich sehr mein Bäumchen, meine Idee hat auch dir gefallen. Du schaust wieder mal rein. Mich würde es riesig freuen. Lass es dir gut ergehen. Ich wünsche dir und deiner Familie wundervolle Tage. Und bis wieder mal. Tschüss.